Nächster Redner ist Dr. Werner Sachsinger. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren. Ich starte vorerst mit einer guten Nachricht für alle Personen, die im Grenzbereich zu Deutschland wohnen, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Es geht nämlich um eine grenzüberschreitende notärztliche Versorgung. Diese wird ab 1.1.23 erleichtert und vereinfacht. Das gilt vor allem für Ärzte aus dem Ausland, für organisierte Notarztdienste und für Not- und Bereitschaftsdienste. Das ist eine sinnvolle Sache zum Wohle der Bevölkerung in den Grenzregionen. Ein weiterer Punkt, den wir heute beschließen, bereitet mir persönlich weniger Freude. Das ist nämlich die Bewilligung der Ausbildungsstellen. Dieses Bewilligungsverfahren liegt ab 1.1.23 nun in den Händen der Länder und nicht mehr bei der Ärztekammer. Gestatten Sie mir, das kurz zu erläutern. Wie war es bisher und wie kam es zu dieser Änderung? Bisher gab es in der Ärztekammer eine sogenannte Ausbildungskommission. Ich selbst war viele Jahre Mitglied in dieser Kommission. Und diese Kommission ist monatlich zusammengetreten und hat nach strengen Qualitätskriterien geprüft, ob eine gute Ausbildung in einer entsprechenden Abteilung vorhanden ist. Da hat man angeschaut, verschiedene Kriterien. Sind genügend Fachärzte da, um eine Ausbildung zu garantieren und junge Ärzte auszubilden? Gibt es genügend Patientinnen und Patienten, genügend Operationen, Behandlungen? Das war streng, sicher, hat funktioniert und eine Top-Ausbildung garantiert. Was hat sich nun geändert? Der VfGH hat in einem Erkenntnis festgestellt, dass dieses Bewilligungsverfahren ohne Zustimmung der Länder nicht mehr zulässig ist. Und das hätte jetzt alle Zustimmungen aller Bundesländer benötigt, dass dieses bewährte Verfahren weiterhin gültig wäre. Aber welche Überraschung, vor allem Wien hat ein Veto eingelegt. Was hat das zur Folge? Wie schon gesagt, ab 1.1.23 geht diese Bewilligung der ärztlichen Ausbildungsstellen nun auf die Bundesländer über. Ich persönlich halte das für sehr problematisch, da bei den Behörden weder ausreichend fachliche noch auch personelle Expertise und Kompetenz vorhanden ist. Und einige konstruktive Bundesländer, ich denke an Oberösterreich, überlegen schon, haben auch große Sorge, wie man die Expertise der Ärztekammer weiterhin nützen könnte. Es geht nämlich um nichts anderes als um eine Top-Ausbildung, Top-Qualität für die ärztliche Ausbildung. Das ist sehr wichtig und muss unbedingt aufrechterhalten werden. Zu dieser Ärztegesetznovelle, die wir beschließen, gibt es auch einige Begleitregeln. Positiv zu erwähnen ist zum Beispiel, dass in Zukunft die Möglichkeit einer Ausbildung in Lehrpraxen und Lehrambulatorien stattfinden kann. Das könnte auch mithelfen, eine Versorgung in sogenannten Mangelfächern etwas zu erleichtern. Was gibt es noch? Was gibt es noch positiv Berichtenswertes zu dieser Ärztegesetznovelle? Bei der Durchführung von Impfungen haben wir die Sonderfachbeschränkung, heben wir auf. Das heißt, jeder zu einer selbstständigen Berufsausübung tätige Arzt, berechtigte Arzt darf jetzt impfen. Ein Kinderarzt darf jetzt zum Beispiel auch die Eltern impfen, wenn sie da sind. Oder eine Gynäkologin, Gynäkologe kann auch den Partner einer Schwangeren impfen. Das heißt, die ärztliche Empfehlung ist ja der relevanteste Einflussfaktor auf die Inanspruchnahme von Impfungen. Und durch diese Niederschwelligkeit steigern wir die Durchimpfungsrate. Kurz gefasst, jeder Arzt darf in Zukunft impfen. Was ist noch erwähnenswert? Facharzt für Kieferorthopädie hat der Kollege Schallmeiner schon erwähnt. Wir nehmen einen neuen Anlauf. Wir haben das schon im Juni beschlossen. Es ist allerdings am Einspruch mancher Bundesländer gescheitert. Etwas modifiziert hoffen wir nun auf ein Inkrafttreten ein Jahr später. Also, mit dieser heutigen Ärztegesetznovelle gibt es einige positive Weiterentwicklungen. Notarztdienstregelung für Grenzbereiche, ganz wichtig. Jeder zur Berufsberechtigung tätige Arzt darf impfen, ganz wichtig. Anrechnung von Lehrpraxen und Ambulatorien zur Ausbildung, auch sehr wichtig. Und der Facharzt für Kieferorthopädie. Und Sie sehen, wir tun was zum Gesundheitswohl der Bevölkerung. Danke.